Gesundheit bedeutet für uns nicht nur gesunde Ernährung oder Sport, sondern vor allem die mentale Gesundheit. Die betrifft uns nämlich alle. Wenn unser Gehirn nämlich unter Druck und Stress die Luft rauslässt, dann ist es sehr anstrengend, uns selber und anderen zu helfen. Und wenn wir mit uns selber nicht zufrieden sind, dann können wir auch niemand anderem helfen. Gesundheit und Wohlergehen findet vor allem in unserem Kopf statt. Das bedeutet auch, unser Kopf ist Ziel, Antrieb und die Voraussetzung für unsere nachhaltige Entwicklung. Die nachhaltige Entwicklung, die wir erreichen wollen, ist das deutsche Gesundheitssystem bzw. ein gutes Gesundheitssystem, was wir hier haben, für alle Länder zu realisieren. Das bedeutet, dass wir alle, wenn wir krank sind, nicht zur Arbeit gehen müssen und zu Hause bleiben können und sogar Geld dafür bekommen. Das ist nämlich nicht überall der Fall. Allerdings funktioniert das auch nur, wenn wir mit uns selber zufrieden sind, um den anderen zu helfen. Mit unserer mentalen Gesundheit und unserem starken Gehirn kommen dann auch die anderen Sachen zurück. Zum Beispiel können wir dann anfangen, um uns um unsere Ernährung zu kümmern, gesund zu essen. Und dadurch, dass wir gesund essen, können wir dann auch wieder anfangen, unseren Körper zu stärken und uns wieder richtig wohlzufühlen. Genau. Wie man gerade gesehen hat, ist die Energie die Grundlage für alles. Jetzt kann natürlich nicht jeder auf dem Fahrrad sitzen und sich seine Energie selber produzieren. Bis jetzt sind wir noch sehr in dem fossilen Thema unterwegs. Und da nicht jeder ein Fahrrad im Keller stehen hat, mit dem er seinen eigenen Strom betreiben kann und das auch nicht sehr sinnvoll wäre, müssen wir uns natürlich was anderes überlegen. Genau, dann gehen wir mal in die Zukunft, in die wir uns vorstellen. Wie soll es in der Zukunft sein? Da auch die Natur eine gewisse Zeit braucht, um die Energie bereitzustellen, die wir benötigen, ist sie natürlich am Anfang sehr teuer. Wenn das 2020 ist und das 2040, dann wird die Energie immer günstiger, aber für uns immer verfügbarer. Und in genau diese Richtung müssen wir gehen und deswegen müssen wir weiterentwickeln. Genau, die Grundlage unseres weiteren Lebens ist ein intaktes Ökosystem, ohne das wir nicht in die Zukunft starten können. Die Grundlage für unser intaktes Ökosystem, unsere Nahrungsmittel, allgemein unsere gesamte Natur, beruht eigentlich auf einem einzigen Grundsatz. Die Natur braucht immer eins, nämlich Wasser. Ohne genügend Wasser funktioniert auch ein intaktes Ökosystem nicht.